RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Am Freitagabend war der Landesligist FC Remscheid zu einem Freundschaftsspiel zu Gast beim Bezirksligisten SC Yildiz Remscheid an der Sportanlage am Hunsberg. Und es ging überraschend los, als der Ex-FCR-Torhüter Michael Röttgen in der zweiten Minute einen Kullerball von Sakan Hatschisalhoglu ins Tor laufen ließ. Danach blieb der FCR am Drücker, aber nach einer Ecke schaffte es Andreas Kolas nicht, den Ball an Röttgen vorbei ins Tor zu bringen. In der 12. Minute fiel der Ausgleich, als Björn Kreil den Ball nicht wegbekam und Marco Flügge für Yildiz traf. Nun entwickelte sich ein offenes Spiel und Yildiz hätte sogar in Führung gehen können, aber der Kopfball von Stürmer Abel Mokonen ging knapp vorbei. Auf der anderen Seite hatte der FCR wieder eine Chance nach einer Kombination von Caniello und Pichura, aber Serkans harter Schuss ging vorbei. Danach verflachte das Spiel, zur Halbzeit stand es leistungsgerecht 1:1 zwischen Yildiz und dem FCR. Das aber gefiel FCR-Trainer Stefan Brandt ganz und gar nicht und seine Spieler mussten sich einiges in der Halbzeitpause anhören. Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, aber dann gab es in der 57. Minute einen Elfmeter für den FCR nach einem Foul an Sakan. Aber der schwach geschossene Elfmeter von Kapitän Markus Hosniak wurde gehalten. Aber das war der Wachmacher für den FCR und Neuzugang Adis Babic schoss ein schönes Tor in der 64. Minute zum 2:1. Der FCR blieb nun bestimmend, aber es traf nun nur noch Youngster Nikolaos Kaparas mit einem Traumtor zum 3:1 in der 81. Minute. Nur eine Minute später gingen dann die Lichter aus auf einer Seite des Platzes am Hohnsberg und das Freundschaftsspiel war beendet. Die Erklärung einfach skandalös, denn der Platzwart hatte den Timer eingeschaltet und das war definitiv zu früh, denn kurz nach 21.30 Uhr gingen die Lichter aus, obwohl das Spiel erst um 20 Uhr angepfiffen wurde.